Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Reinigungs- und Restaurationsvideo. Ja, heute haben wir einen Jochaufsatz. Der Jochaufsatz, den ich jetzt hier zu reinigen und zu restaurieren habe, hat einige Blessuren von der Ackerwirtschaft, also durch das ständige Pflügen und Grubbern. Und ja, vorab müssen wir den zuerst einmal reinigen und danach kann es an die Ergänzung der Bruchstellen gehen. Ja, aber an dieser Stelle grüße ich erstmal meinen Sponsor, den Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ich grüße meine Fans und alle, die gerne meine Videos schauen. So, und ich werde euch gleich den Jochaufsatz zeigen, aber zuerst mal mein Intro. Bis gleich. Da bin ich wieder. So, um diesen Jochaufsatz geht es. Das ist ein sehr schöner Jochaufsatz. Diesen Typus habe ich selber noch nicht gefunden. Schade ist leider nur, dass er hier eine Beschädigung hat. Und vor allem hier diese Ausbrüche, wenn man das so sehen kann. Ihr seht ja, so ist er halb rund und hier sind überall die Ecken rausgebrochen. Im Vorfeld werden wir jetzt natürlich erstmal den ganzen anhaftenden Dreck entfernen und ja, soweit schauen, wie die Patina darunter aussieht. Und nach dem Ganzen begebe ich mich hier dran, um diese Ausbrüche wieder zu, ja, ich sag mal, zu füllen oder ich sag mal, um das ganze Ding zu rekonstruieren, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat. Und ich versuche mal heute, oder ich sag mal, ich versuche dann eine Methode, da seid ihr mit dabei, wo ich mir einige Gedanken drüber gemacht habe. Und ja, die kommt. Ja, ich will jetzt noch nicht so viel verraten. Ich weiß noch nämlich gar nicht, ob das Ganze so funktioniert. Das ist für mich eine Premiere, wie es dann vielleicht für euch eine Premiere ist, das zu sehen. Aber das werden wir dann weitersehen. So, ihr werdet euch ja auch immer wundern, warum ich in dem Film oder in dem Video das Video immer ein bisschen schnell vorlaufen lasse. Das hat damit zu tun, dass ich sonst zu viel, ja, zu eine lange Videolänge habe. Und letztendlich interessiert euch ja nur, sag ich mal, hinter das Endergebnis. Ihr könnt mir auf die Finger schauen. Ich werde was dazu immer was sagen. Und ich werde euch natürlich auch immer informieren, wenn ich das Video dann auf Schnellvorlauf laufen lasse. Und währenddessen werde ich auch ab und an mal das Video für euch anhalten und dann wieder neu ansetzen, weil auch die Speicherkapazität meines iPhones nicht so hoch ist. Weil sonst habe ich hinterher den Speicher voll und dann kann ich nicht weiterfüllen. Ne? Dass er auf jeden Fall Bescheid ist. So, dann werden wir jetzt anfangen. Das Werkzeug kennt er ja von mir. Ich muss mal schauen. Leider muss ich jetzt eine weiße Unterlage, weil, wie gesagt, es ist sehr brüchig. Zügelführung wollte ich schon gerade sagen, der Jochaufsatz. Und da muss er ziemlich weich liegen, dass nicht noch mehr rausbricht. Ich hoffe, dass ihr alles mitbekommt. Ich werde jetzt natürlich auch mal durch mein Telefon so drauf gucken, ob das so ist. Ich hoffe, dass der Ton diesmal für euch alle besser ist. Für mich war er beim letzten Mal auch gut gewesen. Wie gesagt, wir schauen mal. So, ich setze euch jetzt runter zum Reinigen, dass ihr sehen könnt. Wir fangen natürlich jetzt natürlich mit dem groben Dreck an. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den groben Dreck aus dem Jochaufsatz, also das heißt aus dem Inneren hier, und natürlich von außen rausholen. Ich werde mir jetzt ein Zewertuch noch darüber legen, weil darauf der Dreck dann kommt. Das Zewertuch ein bisschen anfeuchten. Mit Wasser. So. Dann bleibt das auch in dem Tuch erhalten. Und ihr seid mit dabei, wenn wir jetzt anfangen zu reinigen. So. Na, ich halte fest.
das legen wir hier drüber. Und wie beim Lilienschlüssel fangen wir erstmal den groben Dreck an runterzuholen. Dazu nehmen wir wieder unser, ja, ich sag mal, unser Zahnarztbesteck hier für das Grobe. Und da fange ich jetzt mal an und ihr seid mit dabei. So. Muss ich mir erstmal das Stereoskop so einstellen, dass ich auch was sehe. Nämlich das ist sonst nicht möglich. Okay, das funktioniert so. Also können wir anfangen. Also ich werde jetzt erstmal hier, seht ihr ja, den festen Schmutz rausholen. Das vorsichtig. Also wenn ich hier jetzt zu viel Druck aufwende, könnte es passieren, dass mir, sag ich mal, dieser Kranz hier wegbricht. Und hier der untere, sag ich mal, war, wo schon die Brüche sind. Das ist also nicht, ja, da ist einfach, will ich jetzt auch nicht sagen, dass das so schwer ist, jetzt den Dreck hier, aber hier muss man schon ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil das Stück ist schon recht gut an den Enden durchpatiniert. Das heißt, die Bronze hat sich aufgelöst dort. Das hat einfach was mit den, ja, ich sag jetzt einfach was mit den Einflüssen der Umwelt zu tun, sprich Landwirtschaft, sprich natürlich auch Naturereignisse oder auch, ich sag mal, die Mineralien, die im Boden sind, die führen dazu. Das ist durch Korrosion. Das ist dasselbe wie wenn ihr ein Stück Eisen im Boden habt und das fängt an zu rosten. Und der Rost ist ja eigentlich praktischerweise das Eisen, was sich dann auflöst. Ne? Anders kann man das jetzt hier auch bei der Bronze jetzt nicht sehen. Anders kann ich euch auch nicht, ich sag mal, für Leute, die noch nie was damit zu tun hatten, anders erklären. So. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich jetzt hier gemeint habe. Ja, wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal an, vorsichtig hier den groben Schmutz zu lösen. Und hinter geht es wieder an das Freischneiden, sage ich mal. Oder Abschaben. Und da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Hier ist zum Beispiel ein Stück Eisen. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, ich glaube nicht. Ich versuche es mal. Nee, das ist zu klein. Also. Hier ist ein Stück Eisen, was ziemlich anhaftend ist. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich da rum, sag ich mal, den Schmutz wegnehme und dann eventuell abschneide. Aber das sehe ich hinterher. Ich muss erstmal den groben Schmutz runternehmen. Ja. Das ist gar nicht mal so einfach. Na, ne, ohne Druck. Jetzt drehen wir mal. Oder holen wir mal hier hin. Und machen es im Wasser. Ah, kann man jetzt sehen? Ne, kann man nicht sehen. Ja, gut. Stellen wir mal hier hin und machen das Wasser sauber. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier dazu so eine Schwingspulenzahnbürste oder Ultraschall, wie man es benennen mag, um den losen Dreck schon mal zu lösen, den ich jetzt angelöst habe. Sehr vorsichtig, ohne Druck vor allem, weil wenn ihr Ultraschall, jetzt wird sich jeder denken, man kann ja auch die Münzen in Ultraschall hauen. Nein, tut es nicht, die liegen auf. Hier habe ich das ganze Teil in der Hand, hier habe ich auch den Einfluss, wie weit ich darauf einwirken kann. Bei patinierten Münzen oder bei patinierten Objekten wird es garantiert passieren, wenn ihr diese in Ultraschall habt, dass diese, ja, Schwingungen euch rascherweise die Patina zerstören. Also wie gesagt, Finger weg vom Ultraschall. So, wie ihr seht, ich lege ja immer das zu behandelnde Objekt schon tagelang in Wasser ein. Also wie gesagt, das könnt ihr auch ruhig. Macht nur einen Fehler nicht und lasst euch nichts von den anderen erzählen. Legt es nicht in Olivenöl ein. Hätte man so ein Objekt in Olivenöl eingelegt, dann wäre die ganze Patina brüchig, rissig und ziemlich weich. Also dann
können das direkt vergessen. Dann hat es sich statt mit dem Restaurieren. Also dann können da die Patina praktischerweise runterschälen. Die wird so weich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das muss dann jeder von euch selber wissen. Also mein Rat an euch, lasst das mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Einlegen in irgendwelchem Zeug wie Öle, Harze, Wachse, die nicht zum Restaurieren oder zum Konservieren von Funden gedacht sind. Wie gesagt, aber letztendlich müsst ihr das selber entscheiden, ist ja euer Fund. Nur ihr ärgert euch hinter zu Tode. So, ach du Schande. Ja, das ist ziemlich hart überall. Überall. Also ihr könnt das gar nicht so verfolgen wie ich. Jetzt unter dem Stereoskop. Das ist also, man denkt sich, ja, das ist ja so viel Dreck, der geht ganz leicht runter oder man kann den sehr leicht lösen. Nee, ist leider nicht der Fall. Ich glaube, ich muss ein anderes Werkzeug nehmen, weil das ist schon hier wirklich ziemlich grob vorne an der Spitze. Ich muss eine Nadel wieder nehmen, meine Nadel. Das ist eine Augennadel aus der Chirurgie. Die ist ziemlich hart, aber auch ziemlich spitz vorne. Und damit muss ich jetzt punktuell, sag ich mal, den Schmutz anstochern, dass der, ich sag mal, los ist. Das ist jetzt selber, als wenn ihr mit dem Spaten in die Erde geht und stochert so lange im Loch, bis dass die Erde, die komprimierte Erde im Loch, ja, zusammenfällt. Mehr ist das auch nicht. So. Ich werde jetzt auf Schnellvorlauf machen und ihr seid wieder mit dabei und irgendwann werde ich euch sagen, so, dann seht ihr ja, wie ich jetzt weiter damit arbeite und irgendwann werde ich das Video auf Stopp setzen, das sage ich euch dann aber auch und dann irgendwann wieder an. Alles klar, also dann bis gleich. So, machen wir es auch wieder. Jetzt habe ich hier die Grobreinigung schon mal vorgenommen. Jetzt kommt natürlich von außen, hier haben wir noch etwas, ja, ich sag mal, die spezielle Feinarbeit. So, aber das würde jetzt wieder den Rahmen des Videos sprengen. Also werde ich jetzt auf Pause setzen und euch zu dem neuen Ergebnis da zurückholen. Aber vorab sei gesagt, wenn ihr sowas macht, lasst euch Zeit, habt Geduld, macht es langsam, macht es vorsichtig und vor allem habt vernünftiges Werkzeug. Also dann bis gleich. So, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt den Jochaufsatz gut gereinigt, das heißt also alle Schmutzanhaftungen, Eisen, Dreck, alles entfernt. Und jetzt seht ihr ja hier diese Ausbrüche überall. Jetzt habe ich ja hier auf der einen Seite noch, ich sag mal so drei Viertel noch von dem Originalen, dass ich mir ungefähr eine Vorstellung machen kann, wie es auf der anderen Seite ausgesehen hat. Jetzt werde ich mir hier mit einem normalen Kreppband einen Rahmen bauen. Warum baue ich mir einen Rahmen? Ich habe hier einige Farbpigmente, wie ihr seht. Zum Beispiel grün mit einer grünen Patina drin. Also ich werde aber auch noch, ich sag mir mal, und ein bisschen Schmutz dabei, also Staub und Sand. Davon habe ich einmal grün, einmal ein bisschen bräunlicheres und einmal in Schwarz. So, ich habe aber auch noch hier drunter eine andere Tüte stehen, die noch etwas grüner ist. Die muss ich mir noch raussuchen.
Und ich werde mir jetzt noch alte Bronzemünzen nehmen, wo ich mir die Bronze, also da ist die Patina, abraspeln werde, also auch klein machen werde und zerbröseln werde. Dann werde ich mir ein Tütchen Backpulver nehmen, das Ganze vermischen und werde versuchen, so gut wie es geht, mir ein Pulver zu mischen, was der Patina in etwa ähnlich sieht. Und da ja hier Sprenkelungen in der Patina sind, also dunkelgrün, hellgrün, braune Stellen, fast schwarze Stellen, werde ich das hinterher so angleichen. Das heißt, ich baue mir jetzt einen Rahmen, der wird von außen aufgeklebt. Dann schneide ich mir die Form aus, dann mache ich mir einen kleinen Rand. Und dann werde ich, wie gesagt, mir das Pulver mischen und werde das, wenn viele kennen das im Autobereich, also im Autoreparaturbereich oder ich sag mal generell im Reparaturbereich. Es gibt ja Sekundenkleber, wo ihr ein Pulver bei habt. Und mit dem Pulver könnt ihr Fehlstellen auffüllen oder Risse auffüllen und Übergänge, ich sag mal, wieder aneinander verbinden. Das nennt sich, glaube ich, auch Kaltschweißen in dem Moment. So versuche ich das jetzt auch mit dem Objekt. Ich habe das damals mal mit einer Zügelführung gemacht, mit einer großen Zügelführung, die in drei Teilen zerbrochen war. Und das habe ich damals dann mit einem Reparaturset, also im Metallbereich gemacht gehabt. Das war ein Aluspachtel. Und mit dem Aluspachtel, also das waren Aluspäne mit einem Zwei-Komponenten-Kleber. Und da habe ich das auch gemacht. Was mir daran nicht gefallen hat oder gefällt, ist, dass das, ja, ich sag mal, gegenüber dem Grün eine graue Stelle ist. Und ich versuche hier ein bisschen die Patina anzupassen. So, das soll hier jetzt keine Anleitung in dem Sinne werden, wie ihr eure Funde fälschen könnt oder andere Leute, sage ich mal, damit, ja, ich sag mal, verarschen könnt. Das ist, und es soll auch nicht jeder machen, also ist nur, wer es machen möchte oder auch so ein Stück hat, was so desolat ist oder so kaputt ist, der das gerne, ich sag mal, für sich macht. Dann kann er das hinterher so machen, wie ich das euch jetzt erklärt habe. Wie gesagt, ich werde jetzt den Rahmen bauen, also kleben, mir in etwa Form machen und dann werde ich euch hinterher wieder mit dazu holen. Eins sei vorweg gesagt, ich, wie gesagt, danach werde ich versuchen, immer zeitnah, ich sag mal, das Video laufen zu lassen. Ansonsten kommt wieder der Vorschnelllauf. Wie gesagt, es muss ja auch ein bisschen trocknen. Danach muss es geschliffen werden, angepasst werden. Der Übergang, der muss ja ein bisschen kaschiert werden. Das heißt, das muss so verschliffen werden, das muss ineinander geschliffen werden. Das ist also gar nicht mal so einfach. Und da muss ich mir auch nachher noch ein paar Gedanken machen. Das werde ich natürlich nicht nur per Hand, sondern auch mit Maschinchen. Dann werde ich mir einen Aufsatz bauen. Und praktischerweise, ja, ich sag mal, wie so ein Polierteller, der ziemlich flexibel ist. Darauf wird dann, ich sag mal, ein 3000er Nassschleifpapier drauf sein, da ich mir die Unebenheiten runterschleife, bis ich auf eine gewisse Höhe bin. Und dann kann ich das, ich habe 3000er, 5000er, 7000er Nassschleifpapier. Ich muss aber gucken, wie ich das mache. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch für mich eine Premiere und ihr werdet daran teilhaben. So, jetzt ist aber für mich der Tag erstmal rum. Ich glaube, das werde ich erst morgen machen können. Weil, wie gesagt, das Teil muss durchtrocknen, war ja nass gewesen und Kleber und Wasser, das könnt ihr euch ja vorstellen, dass das nicht gerade das Wahre ist. Also, wie gesagt, dann sehen wir uns morgen wieder. Für euch nur einen Klick weiter. Bis nachher. Aber bis morgen. Alles klar. Tschüss. So, Leute, ich bin nochmal zurück in den Keller gegangen. Ich habe gerade was gegessen. Jetzt zeige ich euch mal, woraus ich jetzt noch Patina mache. Das ist jetzt nur mal so ein Zwischenteil. Das Abraspeln, das erspare ich euch. Das muss ich in Kleinarbeit mit dem Mörser hinten auch noch klein machen. Könnt ihr mal sehen. Ich habe mir jetzt hier ein paar Bleche rausgesucht, um das erstmal so sehen. Ich habe auch schon eine Form geschnitten, mir das, was ich euch gesagt habe. So. Und hier, ich nehme euch jetzt mal mit runter, habe ich so alte Bronze- und Kupferbleche. Und auch hier, das war mal ein Teil einer Zügelführung, was noch übergeblieben ist. Dadurch habe ich dann genauso wie hier dieser Haken, das kleine Bronzestück hier und wie gesagt hier Bronzeblechstücke.
Und da raspel ich mir jetzt einen Teil von der Patina runter. Das ist in etwa so, wenn man guckt, dieselbe Farbe fast. So, und die werde ich aus unten hier drauf streuen auf das Papier. Und darauf baue ich dann Schicht für Schicht hinterher meine, ja, ich sag mal meine Form auf, weil ich dann hinterher dann beischleife, beipolieren werde. Und dann wollen wir mal gucken, ob das so geklappt hat, wie ich mir das vorstelle. Ja, wie gesagt, das lasse ich jetzt noch einen Tag trocknen, das Teil, und morgen werde ich dann damit anfangen. Also, dann sehen wir uns morgen wieder. Also, bis dann. Tschüss. So, da bin ich nochmal. Also, das hat mir keine Ruhe gelassen. Also, das muss ich noch heute machen. Ich habe jetzt hier von den Blechen, ich zeige es euch, lassen wir nochmal runter. Hier von solchen Blechen hier und von Bronze habe ich mir die Patina abgerieben. Ich glaube, ich brauche hier ja kein Farbpulver mehr. Wenn man jetzt hier guckt, ich habe hier schon mal einen Test auf dem Aufkleber, also das Aufkleber auf dem Kreppband gemacht. Die Farbe ist nahezu, ich will nicht sagen identisch, aber wenn man jetzt hier so guckt. Ja, komm. Na komm, ein bisschen weiter nach vorne. Na komm. So, wenn man jetzt hier guckt, Pulver und Patina ist fast Originalpatina und Pulver ist identisch. So, morgen, wenn das hier durchgetrocknet ist, werde ich anfangen, das zu patinieren. Das heißt also rascherweise, was heißt patinieren? Zu ergänzen. Ich werde morgen also Stück für Stück ganz leicht Sekundenkleber hier aufbringen. Jetzt erstmal eine Schicht von dem Pulver ganz leicht aufbringen. Dann Sekundenkleber und dann weiter, bis ich eine bestimmte Stärke aufgebaut habe. Dann werden wir es trocknen lassen. Ich weiß nicht, ich denke mir mal an, werden wird 24 Stunden trocknen lassen, dass es wirklich ausgehärtet ist. Und dann kann ich jetzt erstmal schleifen, in Form schleifen. Und dann zum Schluss, sage ich mir mal, nochmal mit der Patina ganz kurz obendrauf noch eine Schicht Sekundenkleber nochmal nachschleifen. So, und dann die Übergänge einschleifen mit der restlichen Patina. Und dann hoffen wir mal, dass das gut kaschiert ist. Wie gesagt, aber das werden wir dann morgen machen. Jetzt habe ich echt Feierabend. Ich lege das jetzt weg, aber das musste ich noch machen, weil ich jetzt nicht wusste. Aber das ist wirklich eine jede Menge Arbeit gewesen. Das ist jetzt wirklich Originalpatina. Also kein Farbpulver, sondern Originalpatina von hier solchen Bronzestückblechen. Ja, und wie gesagt, hier von so mal von der alten Zügelführung alles runtergekratzt. Und das sollte funktionieren. Also dann, wir sehen uns, wenn wir damit anfangen zu rekonstruieren, sage ich jetzt mal. Bis dann, tschüss. So, da ich nicht schlafen konnte, bin ich nochmal in den Keller gegangen. Also, dass ihr seht. 23:12 Uhr. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wirst du heute mal die erste Schicht legen. Kannst du morgen schneller arbeiten, weil ich habe noch einige andere Sachen zu tun. Meiner Tochter die Wohnung zu renovieren. Also machen wir jetzt erstmal das hier. Wir tun. Also ich lege mir hier was unter, weil ich hinterher auch wieder die Patina ja wieder zum Nachfüllen brauche. Also wir fangen jetzt hier mal mit dem kleinen hinteren Stück an. Wir kippen da etwas Patina drauf. Ich hoffe, ach so, ihr könnt das gar nicht so sehen. Also wir fangen jetzt hinten mit dem Stück an. Ich mach mal Licht an. Ich glaube, dann sieht man es besser, oder? Ah, da muss ich auch hier einen Stecker anmachen. Das ist alles live bei mir. So. Also fangen wir mit dem Stück hier hinten an. Ich fülle das mal auf. Wie gesagt, ich habe ja hier die Patina. Ein bisschen auffüllen. So, immer in Schritten. So, ich habe hier einen Sekundenkleber, einen guten, also ein Patex.
was ich noch ausprobieren kann. Ja, oder nehmen wir Dreck so vielleicht. Ich weiß nicht, ob man da eine Nadel nehmen kann. Ja, man muss es ganz vorsichtig auffüllen, was ich da muss ich ja verbinden mit dem mit der Patina, ne? So, die erste Schicht ist aufgetragen. Jetzt kippen wir wieder was Patina drauf. Ich hoffe, das sieht man. Anders kann ich leider nicht machen, Leute. Ich muss ja gucken, wie ich das kippe. Na? Ah, hier unten noch was. So. Abklopfen den Überschuss und jetzt gehen wir weiter zur Seite hin. Hier wieder erst ein bisschen Patina drauf. So. Dann den Sekundenkleber. Ja, nicht so einfach. Also das ist ja kein Füllstoff, ne, in dem Sinne Patina. Sekundenkleber mit Füllstoff wird vielleicht besser laufen, nur hier ist ja eben kein Füllstoff. So. Jetzt nehmen wir wieder was. Patina zum Auffüllen. Abtropfen lassen oder vielmehr abstauben so. Jetzt gehen wir hier auf die Ecke. Ach nee, nee. Na, immer überlegen. Erst immer ein bisschen Patina drauf. Jetzt muss ich aufpassen, dass das runtergetropft, weil das genau die Ecke ist. Kommt der große Riss. Oh, jetzt klebt mein Finger natürlich schon fest. Jetzt muss ich das erstmal ein bisschen wegreiben. Ach du Schande. Müssen wir das erstmal hinlegen. Das habe ich nämlich hinter alles verklebt da und das wollen wir ja nicht. Ja, so schaut's aus. Das ist live, Leute. So, seht ihr mal selber, wie das ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich noch einen anderen Handschuh. Einen alten Handschuh. Jetzt tupfen wir damit ab. In den Handschuh aus, sonst versaue ich das. Jetzt machen wir das letzte Stück ohne weiter. Jetzt hoffen wir, dass das auch, dass ich mir nicht die Finger einsaue. So, jetzt
mal das letzte Stück. Das ist aber nur die erste Schicht, ne? Also Schichten müssen noch aufgefüllt werden, Stück für Stück. Klopfen. Moment, trocknen lassen, so die restliche Patina wieder hier reinsieben. So, und jetzt die zweite Runde. So, wir fangen wieder hier unten an. Oder ziehen jetzt in einem durch. In einem durch. Einmal rund, rund. Hier noch mal was auffüllen. Gleich ziehen wir das Klebeband ab und dann gucken wir mal, wie es von der anderen Seite aussieht, und dann müssen wir von der anderen Seite auffüllen. So, Patina haben wir noch genug über, um das Ganze nochmal zu wiederholen. Immer gut aussieben, weil zu große Stücke wie jetzt hier, die runtergefallen sind, wo die Patina sich schon verklebt hat, die können wir nicht gebrauchen. Nur das Pulver. So, um dass das schneller trocknet,
Ah, wir müssen noch mal hier ein bisschen. Hier ist noch Sekundenkleber, der feucht rausguckt. Noch mal eine Runde drüber geben. Genügend auftragen. Man abschleifen kann man immer noch. Das ist nicht das Problem. Wir müssen genügend Auftrag haben. Also nochmal eine kleine Schicht. Ich habe da ein paar Löcher gesehen gerade. Die müssen zuvor gefüllt werden. Und dann gehen wir hier zum Beispiel hier der Rand. Da ist noch ein Loch. Jetzt kommen wir der Sache näher. Hier noch ein bisschen. Dann machen wir noch mal eine Runde rum. Und drücken jetzt den Sekundenkleber mal was an. Ist genügend von der Seite drauf. Okay. So, jetzt seht ihr. Jetzt ist die Kante gut aufgefüllt. Mehr als genug, dass man hinterher gut schleifen kann. Jetzt ziehen wir gleich nach dem Erhitzen. Ich werde jetzt mit dem Föhn nochmal die Klebestelle erhitzen, so dass der Kleber, ich sag jetzt mal, schneller trocknet. Und dann ziehen wir das Band ab und dann sehen wir darunter, was, wie es ausschaut. Und dann bleibt das dann 24 Stunden. Obwohl Sekundenkleber muss eigentlich nicht so lange austrocknen. Aber wie gesagt, wir machen das. So, Spitze sauber. Und dann nehmen wir mal den Föhn und erhitzen das. So.
endlich reichen. So, jetzt nehmen wir eine kleine Nagelschere, um die Klebefläche runterzuschneiden. So. Ich hoffe, ihr könnt alles noch mit sehen. Besser vorsichtig sein, dass wir auch nicht den Kleber wieder runterreißen. Ne? Also das ist jetzt ein Geduldsspiel. Nehmen wir es noch aus der Hand. Hier geht es noch nicht. Müssen noch ein bisschen. Kann sein, dass ich es hinterher schleifen muss. Das hat aber funktioniert. So. Seht ihr, hier sind die Fehlstellen, die rausgebrochenen sind, die sind jetzt aufgefüllt. Nur ich muss jetzt hier natürlich auch von der anderen Seite ein bisschen nachfüllen. Aber zuerst muss ich den Kleber runterholen, ohne die Patina zu beschädigen. Ah ja, das ist ja nicht mal so einfach. Also hier ist vorne auch alles aufgefüllt, an der Seite ist aufgefüllt. Hier ist noch Kleber. Oder Klebeband vielmehr. So. Na, ich muss mal mit der Lupe gucken.
wie weit ich das noch auffüllen muss. Okay. Also das ist nicht mehr viel. Hier auch noch ein bisschen, aber dafür muss der Kleber runter. So, ich setze erstmal Stopp. Ihr seht das und nachher machen wir weiter. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Wir müssen es jetzt erstmal trocknen lassen. Also ich, was heißt, Sekundenkleber müsste man eigentlich nicht trocknen lassen, aber um sicher zu gehen, werde ich jetzt 24 Stunden warten, bis es richtig ausgehärtet ist. Ich habe eine dickere Wulst drumherum gesetzt, die ich aber schleifen hinterher kann. Und wie man sieht, die Farbe der Patina ist auch gut angepasst. Wenn man es nass macht, ist kaum ein Unterschied zu sehen. Also ich denke mir, wenn ich das hinterher wachse, also mit Wachs hinterher versiegele, dass dann alles ja gut kaschiert ist. Also ich bin damit bis jetzt zufrieden. Also könnt ihr so mal gucken, auch innen drin. Alles sehr schön geworden. So. Jetzt, wie gesagt, lassen wir das mal 24 Stunden trocknen und dann schleifen wir es zusammen und zum Schluss versiegeln wir. Dann hat es funktioniert. Dann wisst ihr auch für euch, wenn ihr mal so ein Stück habt, wo die Kanten komplett weggebrochen sind. Jetzt wisst ihr das, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, wenn ihr es euch nicht gesagt hätte und hätte dann euch gesagt, so, das ist ein Fundstück, was so aus dem Boden gekommen ist, das wäre keinem aufgefallen. Bin ich mir fast sicher. Also ich bin mir sicher, dass es keinem auffallen wird. Okay, dann sehen wir uns später wieder. Bis dann. So, wir haben 1.49 Uhr jetzt und ich fange an zu schleifen an. Ich werde jetzt einen von meinen Zahnarztfräsern nehmen und hier innen anfangen zu schleifen. So, ich nehme euch jetzt erstmal mit runter und nachher setze ich das Video auf Stopp, weil, ja, ich denke mir mal, ihr werdet das nicht, oder ich kann das nicht komplett durchlaufen lassen. Ich werde jetzt eine Zeit das machen und dann hinterher werde ich euch das Endresultat dann zeigen. Also, jetzt ist der Ton erstmal aus, weil ich jetzt schleifen muss. So, wir haben mittlerweile, können wir mal gucken, 10 vor 3 morgens. Ja, meine Frau, die war eben hier unten gewesen und hat gedacht, da wäre mir was passiert. Aber nein, ich habe hier einfach kein Ende finden können. So, ich habe es geschliffen und ich muss sagen, also wenn die Patina feucht ist, also das, was eingesetzt worden ist, also ihr könnt gucken, man sieht keinen Unterschied mehr. Das ist schön gleichmäßig geschliffen, auch innen. So, das Teil ist ersetzt oder ergänzt worden wieder. Ja, das ist jetzt nur für mich gemacht, also nicht zum Verkaufen oder irgendwas. Kommt wieder in meine Sammlung hinterher rein. So, jetzt tun wir nur noch zusammen das Teil wachsen. Ich reibe es nochmal mit der Patina ab, so dass sich die restlichen Poren zusetzen und hinter mit dem Wachs, sag ich mal, wird sich alles schön alles schließen. Und dann hoffen wir mal, dass man wirklich nichts mehr sieht von dem, was ich gemacht habe. So. Schön abreiben, damit ist es auch trocken dann.
Löcher setzen sich jetzt mit dem feinen Staub zu. Und ja, man hat dann kaum Poren. Und das Wachs macht jetzt das letzte. Was noch zu machen ist. So, das ist noch übergeblieben von der Patina. Da haben wir. So, jetzt erwärmen wir mal das Teil, nur nicht zu heiß, eben wegen dem Sekundenkleber. Und dann nehmen wir unser Wachs. Schön satt drauf, was zu viel ist, kann man hinterher wieder runterholen, aber soll ja auch gut geschützt sein jetzt. Ich hoffe, dass er alles mitkriegt. Jetzt verzeiht mir, wenn ich ein bisschen nachlässe. Jetzt wir haben das jetzt wirklich auf die Spitze getrieben, also jetzt bin ich auch wieder müde, weil ich eben nicht war. So, wir setzen das zu richtig schön rein. Die Kanten. Und dann tun wir gleich abpolieren. Ich warte auch nicht mehr so lange. Ich habe jetzt auch wirklich keine Lust mehr, weil ich kann nicht mehr. Man sollte das auch natürlich nur machen, wenn man wirklich, sag ich mal, dazu die Lust hat, das zu machen. Oder gar nicht so lange hier weiterarbeiten, wie ich das jetzt mache. So, jetzt nehmen wir einen alten Lappen. Den haben wir hier. Das ist ein altes Tuch. So. Damit reibe ich jetzt erstmal den Überschuss ab. Dann geht's weiter. So, wir erhitzen das Ganze jetzt nochmal. Jetzt halte ich das natürlich hier drin wegen dem Wachs. Hier abwischen. So. Ich hoffe, dass man es sehen kann. Das waren die Fehlstellen. Die sind jetzt durch das Wachs mit dem anderen schön angepasst. Okay, hier hätte ich noch ein bisschen weiter schleifen können. Vielleicht mache ich das auch noch schnell, weil hier steht es noch. Oder das ist die Bruchkante, wo es angesetzt ist. Ja. Nee, das kann ich leider nicht mehr, weil sonst bricht mir das unten ab. Ja, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit.
So ist es wieder komplett ergänzt. So, jetzt poliere ich das. Ihr seid mit dabei. Ich erzähle jetzt nichts mehr. Ich mache das einfach nur noch und dann kommt der Schluss. Und so belassen wir es jetzt. So, dass ihr das seht, hier ist die Fehlstelle. Die komplette, die ich im Video gezeigt habe. So, hier ist ein Riss, den ich nicht überpoliert bekommen habe. Vielleicht probiere ich noch mal was jetzt zum Schluss. Aber das seht ihr dann hinterher nur noch auf den Bildern. So, jetzt da der Schluss da ist und ich ein Bett hier will, mache ich ganz kurz. Ich bedanke mich nochmal bei meinem Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen da. Aktiviert die Glocke, so habt ihr immer die Möglichkeit, immer die neuesten Videos zu sehen. Ja, und dann sehen wir uns bei einem nächsten Reinigungsvideo wieder. Bis dann. Tschüss, euer Markus.